Ja, Steve Funger jetzt bei uns, unser Neuzugang aus Wattenscheid. Was hat dich bewegt, zum WSV zu kommen? Ja gut, ich wollte auf jeden Fall zu einem Club gehen, der ambitioniert ist, sich gewisse Ziele gesteckt hat. Und ja, da habe ich natürlich mit dem WSV eine gute Adresse erwischt. Es passt auch bei mir einfach vom Ort her. Ich komme aus Essen, das ist jetzt nicht allzu weit weg, knappe 30 Kilometer. Von daher hatte einfach das Gesamtpaket gepasst. Es wurde sich früh darum gekümmert, dass ein möglicher Transfer dann halt auch am Ende auch zustande kommt. Und von daher bin ich glücklich, jetzt hier zu sein. Ja, letzte Saison war für dich ein bisschen doof, du warst länger verletzt, kamst dann aus der Verletzung in die Saison zur SG Wattenscheid. Ja. Wie war das für dich als junger Spieler mit der Verletzung? Ist ja nicht so einfach, ne? War auf jeden Fall eine Herausforderung. Die Zeit hat mich auf jeden Fall geprägt und mir haben genügend Leute gesagt, dass die Reha-Zeit etwas mit einem macht. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. War dann am Ende doch schon sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit hatte, in Wattenscheid meine ersten Schritte wieder zu machen. Mit Christian Brutschow einen Trainer gehabt, den ich halt vorher schon kannte und wo ich halt auch wieder so Selbstbewusstsein bekommen durfte. Und die Jungs hatten mich auch damals super aufgenommen, von daher ist alles so gekommen, wie es kommen sollte. Du hast gerade eben Herausforderungen angesprochen. Du warst auch mal in Holland, in Ostern hast du gespielt. Ja. Wie war das für dich? War das ein großer Unterschied zum deutschen Fußball? Tatsächlich schon, ja. Also die Holländer, die lieben es ja schon, sehr viel zu zocken, sage ich jetzt mal. Viel Risiko einzugehen und die gewinnen lieber 4-3 als 1-0. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich bin unfassbar froh, dass ich diese Herausforderung angenommen habe, 2 Jahre dort verbringen durfte, auch wenn das Ende jetzt ein bisschen blöd war. Das ist eine Erfahrung, die kann einen keiner nehmen. Und von daher alles top gewesen. Ja, die Jungs berichten schon, du trainierst wohl gar nicht so viel deinen Körper, weil viele Fans jetzt in den Testspielen, viele hatten wir noch nicht, gesagt haben, was der da wegräumt auf der 6 mit seinem Körper, du bist nicht der Größte, das ist nicht normal, nicht menschlich. Wie machst du das? Das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich denke, ich habe ein ganz gutes Timing, wenn es darum geht, in den Körper zu arbeiten. Natürlich muss man sich gewisse Tricks, ich sage jetzt mal selbst, aneignen, wenn man halt nicht der Größte ist. Ist aber tatsächlich gar nicht so schwierig, wenn man nur auf die Hüfte des Gegners zielt, weil da sind sie normalerweise schwach. Und wenn man dann den Körper reinstellt, dann geben sie normalerweise nach. Und ja, ich sage jetzt mal, ich hatte das Glück früher, übergewichtig zu sein. Und da war ich schon immer relativ bullig. Und dann hat mein Bruder mich irgendwann mal zur Seite genommen, hat angefangen mit mir zu trainieren. Und dann hatte ich, denke ich mal, stetig einfach ein gewisses Wachstum. Und dann ist es einfach nur so geblieben. Ja, wenn du nicht so viel Zeit im Kraftraum verbringst, wie du gerade gesagt hast, was machst du denn dann in deiner Freizeit sonst so? ich verbringe eigentlich relativ viel Zeit mit meiner Freundin, mit meinen Freunden. Mit der Familie vor allen Dingen, also dadurch, dass ich jetzt 2 Jahre wirklich weit weg gewohnt habe, hat mir das schon sehr gefehlt. Und im Grunde hole ich jetzt so die ganze Zeit halt nach. Ne? Meine Freundin ist damals nicht mitgezogen und Freunde hat man sowieso dann relativ selten gesehen. Und daher, im Grunde nur wirklich mit meinen Liebsten so ein bisschen abhängen, kann dann gerne mal was essen gehen oder abends mal zusammen Champions League gucken. Das, was jeder Fußballer im Grunde auch so tut. Wir danken dir für die Zeit. Vor allem dir drücken wir die Daumen, dass du verletzungsfrei bleibst und eine tolle Saison zusammen haben. Danke dir. Ciao, ciao.